Hallo und herzlich willkommen zu einer sonnigen Ausgabe von Echt Spruchreif, dem Jugendmagazin hier auf M4TV. Heute werden die Kids zu großen Stars und das nicht ohne Grund. Den ersten dazu liefert der Malwettbewerb der Raiffeisenbank in der Volksschule Wolfsbach. Die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Wolfsbach waren an diesem Tag ganz besonders aufgeregt, denn die Sieger des internationalen Raiffeisen-Jugendwettbewerbs wurden verkündet. Bei der 49. Ausgabe wurden Kinder und Jugendliche dazu eingeladen, sich auf eine Reise in die vielschichtige Welt der Musik zu begeben und ihre Ideen dazu künstlerisch umzusetzen. Ich bin jedes Jahr immer wieder fasziniert, wie toll, dass das für die Kinder umgesetzt wird. Wie gesagt, ich war eher nicht so der talentierte Zeichner, ich war schwer da und bin nicht so der Kreative. Aber was da für eine Ideen kommen und ist immer wieder überwältigend. Ich war früher, habe ich gemeinsam mit dem Lehrer die Jury gemacht und das war einfach extrem schwierig, dass man sich da entscheidet, wer ist jetzt das Beste oder es gibt so viele gute Ideen, das ist der Wahnsinn. Es war beim Arbeiten schon sehr schön zum Zuschauen, wie sich die Kinder wirklich alle, auch die einzelnen Kinder wirklich super eingebracht haben und eben wie diese Ideen aus ihnen, die Kreativität aus den Kindern herausgesprudelt ist. Es ist ein internationaler Bewerb, der neben Österreich auch in weiteren 6 Ländern stattfindet. In den letzten Jahrzehnten nahmen knapp 1 Million Kinder und Jugendliche an diesem Bewerb teil. Allein hierzulande beteiligten sich diesmal rund 80.000 Kinder und Teenager am Zeichen- und Malbewerb. Die Volksschüler von Wolfsbach sind aber besonders kreativ. In fleißiger Vorarbeit wurde im Werksunterricht der Schulgarten gestaltet. Wir haben die Rutsche angemalt und eine Schaukel haben wir gemacht. Also ich habe Wände angemalt, Wolken und ein paar Männchen gemacht. 14 Schüler der 3B-Klasse haben mit vollem Enthusiasmus eine besondere Herausforderung angepackt und ein neues Projekt auf die Beine gestellt, mit allem, was dazugehört. Von der Projektidee bis hin zum Modell. Die Idee ist so entstanden, dass wir uns gemeinsam Gedanken gemacht haben, wie könnten wir einen Schulgarten in klein verwirklichen. Und dann war uns auch noch wichtig, dass wir auf kleine Situationen den Blick richten. Und da haben wir eben dann gemeinsam überlegt, wie wir das am besten machen könnten. Und darum hat diese Guckkiste Löcher rundherum. Es geht um einen nachhaltigen Schulgarten, der eigentlich ein Wunsch von den Kindern ist, schon lange, dass man draußen lernen, lesen, spielen können. Wir haben als Ökologschule und als Klimabündnisschule jetzt schon 10 Jahre lang gebaut und gepflanzt in Form von einer Naschhecke, einer Kräuterspirale, einer Blumenspirale. Wir haben dieses Apfelsaftprojekt und Birnensaftprojekt, dass die Kinder jedes Jahr immer wieder frisch das Obst, das Fallobst glauben und es wird gepresst und in die Schule dann als Saft verkauft. Wir haben Apfelbäume gesetzt, Blumen gepflanzt und jetzt wäre es einmal an der Zeit, dass auch die Kinder draußen lernen können. Eigentlich ist es ganz wichtig, dass wir bei so schönem Wetter, wie wir es jetzt haben, nicht in diesen muffigen, verdunkelten Räumen sitzen müssen, sondern auch draußen uns bewegen, spielen und lernen können. Der gemeinsam gestaltete Schulgarten wurde nun als bestes Projekt ausgezeichnet. Wir haben 1.000 Euro gewonnen. Und da werden wir jetzt dann das bauen halt draußen. Das Preisgeld, das werden wir sicher dazu verwenden, dass der Schulgarten für die Kinder optimal gestaltet wird. Nun kann der Startschuss für den neuen Schulgarten fallen. Auch der Fußball hat es in unsere Hall of Fame geschafft. In Wieselburg konnten die jungen Kicker ihr Können unter Beweis stellen und hatten schon Tricks drauf, die man eigentlich nur von ihren Idolen kennt. Die erste Runde der U15 Landesmeisterschaften im Rahmen des Raiffeisen Junior Cups wurde bereits Ende April gespielt. Über 3 Runden hinweg wurden dann anschließend die 4 besten Schülerfußball-Nachwuchsteams Niederösterreichs ermittelt.
Geschafft haben es in das Junior Cup Landesfinale in Wieselburg die Mannschaften SRG Maria Enzersdorf, BAG Krems-Kremszeile, SMS Wiener Neustadt und SMS Matzen. Das Finalspiel bestritten die Fußballer aus Wiener Neustadt und Matzen. Letztere hat sich nach einem spannenden Elferschießen den Cupsieg geholt. Es war ein interessantes Spiel, doch ein bisschen von Taktik geprägt. Also es war so, dass beide Mannschaften nicht mit offenem Visier gespielt haben, sondern schon versucht haben, dass hinten die Null steht. Chancen waren auf beiden Seiten vorhanden und das Spiel hat sich tatsächlich keinen Sieger verdient und leider muss halt dann das Elfmeterschießen entscheiden über den Landesmeister, wobei hier natürlich die glücklichere Mannschaft heute sich durchgesetzt hat. Das Spiel war generell spannend, weil die Gegner waren auch gut, wir waren auch gut. Sie hatten auch viele Chancen, wir auch, aber im Endeffekt haben wir dann halt im Elfmeterschießen gewonnen. Das Landesfinale des Junior Cups ermittelt nicht nur den Sieger, sondern lässt auch so manches vielversprechenden Fußball-Nachwuchstalent aufspüren. Erstens einmal sind 154 Mannschaften hier angetreten, um hier Landesmeister zu werden. Dass das Finale bei uns ist, wie gesagt, ist sehr, sehr schön und man hat sehr vieles gesehen. Technisch schon sehr, sehr stark ausgebildet, die Jugendlichen. Das Kollektiv der Mannschaft ist auch hervorragend. Ja, und da gibt es ja natürlich auch Einzeltalente, die hervorragend aufzeigen durch Dribblings, durch Spielverständnis. War sehr, sehr gut und ja, viele Jugendliche spielen ja schon bei der Admira oder bei der Austria. Das ist ja auch durchgekommen. Ja, großes und starkes Niveau hier heute. Ausgetragen wurde das Landesfinale auf der Sportanlage des SC Wieselburg. Wieselburg ist eine Stadt des Sportes. Es wird sehr viel investiert in Fußball. Sie sehen ja selbst, dass die Anlagen tipptopp erledigt sind und gepflegt sind. Und vor allen Dingen der Nachwuchs wird hier sehr stark gefördert bei uns. Und deshalb ist eine besondere Auszeichnung auch, dass das U15-Finale hier bei uns stattfindet. Ja, wir haben auch darauf schon reagiert und im gestrigen Stadtrat schon eine Förderung von 500 Euro beschlossen, um auch ein klares finanzielles Signal hier zu setzen, dass uns der Sport hier wichtig ist, um diese Unkosten, die hier natürlich entstehen, hier abdecken zu können. Man ist halt immer auf die Hilfe angewiesen von diversen Kollegen. Es gibt Gott sei Dank eine großartige Unterstützung vom niederösterreichischen Fußballverband, der die Schiedsrichter stellt, zum Teil auch für Kosten aufkommt, die hier anfallen. Und natürlich bedarf es dann immer jeder Menge freiwilliger, fußballbegeisterter Kollegen, die mithelfen, damit so eine Veranstaltung gelingen kann. Und da muss ich aber trotzdem sagen, dass es Jahr für Jahr Freude und Spaß macht, das zu organisieren und dass da die Unterstützung auch innerhalb der Lehrerschaft sehr groß ist und dass wir uns freuen, jedes Jahr so tolle Spiele dann im Schulfußball sehen zu können. In die Planung eingebaut wurde auch ein spektakuläres Showprogramm, einstudiert vom BG BRG Wieselburg. Kräftig unterstützt wurde das Raiffeisen Junior Cup Landesfinale in Wieselburg unter anderem auch durch den hiesigen Hauptsponsor. Die Raiffeisen Bank Niederösterreich Wien, mit vor Ort mit uns vertreten durch die Raiffeisen Bank Wieselburg, sponsert den Raiffeisen Juniors Cup in der Hinsicht, dass wir eben gerne Fußball allgemein als Breitensport fördern, junge Menschen unterstützen, Aktivität und Bewegung eben fördern. Und wir starten die teilnehmenden Teams mit Trikots aus und sind auch so im Hintergrund finanzieller Unterstützer des Cups, damit diese Veranstaltung auch in dieser Form stattfinden kann. Für die Schüler der Junior Cup Fußballmannschaften 2019 geht damit gleichzeitig auch die U15 Fußball-Ära zu Ende. Das war jetzt das letzte Turnier von uns, weil wir jetzt nach der 4. Klasse die Schule verlassen müssen. Aber ich wünsche dem Team, also der Schule, immer noch weiterhin viel Glück, dass sie mehr Turniere gewinnen. Dem Team der Schule wünsche ich auch weiterhin viel Erfolg und ich hoffe, dass wir auch immer wieder Erster werden. Einmal wird's noch rasant, und zwar beim Seifenkistenrennen in Aderker. Eine Sportart, die immer mehr Begeisterung weckt, und das auch ganz zu Recht. Mit viel Ehrgeiz und Fleiß setzt sich Willi Absinger, Obmann des Vereins Austria Seifenkiste, schon über viele Jahre hinweg für den Seifenkistensport ein.
Das ist ja das Schöne an denen. Wenn man Hobby hat, auch im Alter, das ist ganz, ganz wichtig. Und man kann, die Family macht auch mit, dann passt das ja perfekt. Und vor allen Dingen die Kids, es geht um die Kids. Und die, gemeinsam mit ihren Eltern, machen aus der Österreich-Version schon eine riesengroße Seifenkistenfamilie. Die wird immer größer, Gott sei Dank. Es hat sich jetzt eine Abordnung gemeldet aus Gröbming. Die machen demnächst ein Rennen und die kriegen einige Kisten von uns. Und da bin ich ganz happy, weil da bildet sich eine neue Zelle und die Gemeinschaft wird immer größer. Wir sind jetzt mit der Werbung mittendrin und ich sage mal, unser Ziel ist an die 100 Starter. Oh, also mit Kleinzeug gebt ihr euch nicht ab, ne? Nein, weil wir gesagt haben, One-Off machen wir es gleich gescheit und das passt auch. Ja, die Kisten haben wir jetzt natürlich vom Veranstalter von da. Direkt haben wir 9 Stück abgekauft und 5 haben wir schon. Die Jugend kann es gar nicht mehr erwarten, sie wollen auch sehen, um was das geht. Und das Ganze lautet es oder wird so stattfinden, sie zahlen Nenngeld und die können vom Verein die Kisten ausleihen. Und somit hoffen wir uns halt einen Haufen Leute. Ne? Und mit Helm und so weiter? Ganz normal, wie es gehört, ja. Wie es gehört oder besser, wie es geht, das wissen die jungen Soapbox-Racer ganz genau. Das ist ein Perfektionssport. Am Anfang muss die Wohner, die Tugellager immer schön einlegen vorher und die Kugellager müssen sich ja dran wohnen. Deswegen haben wir ja die Proberunden und du selber musst ja dran wohnen. Es geht nicht so einfach. Beherrscht man einmal die Fahrtechnik, dann steht einem Erfolg nichts mehr im Weg. Er wird gerade um 53 Millisekunden verbessert. Bei der Proberunden war ich zwar der schlechteste mit 32 Sekunden, aber dann bin ich jetzt auf einmal Zweiter gewesen. Gewinnen und Verlieren, das gehört zusammen. Das ist wie im Leben. Einmal geht's hoch, einmal geht's nieder. Genauso gehört's. Und daraus lernen sie eigentlich. Und dann die Gemeinschaft ist natürlich auch ganz wichtig. Derzeit führt M4TV Seifenkistenfahrer Valentin Feigl die Mannschaft an. Ich hab's natürlich einen Vorteil, ich hab's natürlich einen Top-Fahrer. Weil der kleine Feigl, der wirklich top ist und wirklich gut fährt, der hat sich voriges Jahr schon sehr gut gezeigt, hat natürlich durch die neue Kiste, das ist natürlich ganz fantastisch, gleich den ersten Lauf gewonnen, das erste Rennen in Zeiland. Und schaut auch heute so dementsprechend gut aus, dass er vorne dabei ist. Er hat aber nicht alleine nur die Renntechnik im Griff, er hält auch den Rennboliden stets in Schuss. Wie gefällt dir dieses Ding da hier? Ist voll cool. Warum? Ja, weil es voll schnell ist und ja. Was kannst du sonst selber bei der Pflege dazu tun? Schauen, dass das Lager gut rennt und putzen und ja. Putzen wie das Fahrrad oder sowas? Ja, fast. Wenn es sein muss, gell? Wenn man es hegt und pflegt, wird das Auto immer schön laufen. Das Gleiche gilt auch bei den Seifenkistl. Das kommt darauf an, der Betreuer, der spricht meist der Papa, wenn der natürlich schaut, dass die Kisten immer top eingestellt ist, dass die Achsen die Spur stehen, dass die Lager in Ordnung sind, dann wird man immer vorne dabei sein. Das ist wie im Leben. Wenn man ein bisschen was tut, ist man vorne dabei. Mit der Seifenkisten-Rennserie ist Willi Absenger und sein Team ebenso mit dabei. Wünsche hat er dennoch. Ich wünsche mir, dass das nächstes Jahr mit der WM was wird. Das wäre noch ein Highlight. 2020, die WM in Wien. Es sieht danach aus, also wir sind immer, es wird immer näher. Es wird immer besser, es wird immer schöner. Die Sonne kommt, also dann wird es hoffentlich doch. Und der Verein wird für seinen unermüdlichen Einsatz für den Seifenkistenrennsport mit einer Österreich-Version der Soapbox-Europameisterschaft gebührend belohnt. Im nächsten Beitrag steht der Wettkampf nicht im Vordergrund, sondern eher hautnah dabei zu sein. Denn die Groove Trotters haben das Schloss Ulmerfeld ordentlich eingeheizt. Im Schloss Ulmerfeld wurde nicht nur Musik gemacht. Die Kinder und Erwachsenen wurden mit dem Mitmachkonzert auf eine musikalische Erlebnisreise geschickt. Was die Groove Trotters geschafft haben, sie haben ohne Worte, aber mit großer Leidenschaft Geschichten erzählt. Der Mitmachteil ist sehr groß. Also es soll interaktiv sein. Es gibt sehr viel Call and Response, also Frage- und Antwort-Spiele, wo die Kinder rhythmisch aktiv werden, tanzen, singen, klatschen.
Johannes, mein Kollege, war lange Zeit auch mit Stomp unterwegs und ist ein unglaublich virtuoser Body-Percussionist. Also er klopft alle diese Rhythmen auf seinem eigenen Körper. Das heißt, er braucht eigentlich gar kein Drumset oder kein Schlagzeug, sondern er hat es bei sich täglich. Ja? Und das ist natürlich sehr spannend für die Kinder, das zu erleben und quasi spielerisch was über die Welt und alle ihre Musikinstrumente zu lernen und gleichzeitig aber dabei Spaß zu haben. Das liegt uns sehr am Herzen. Ich war schon einmal bei dem Bernhard Fiebig auch und jetzt halt mit den kleineren bei Kindern. Bekanntlicherweise ist es natürlich so, dass sie das ehrlichste Publikum sind. Also die werden nicht höflichkeitshalber sitzen bleiben und so tun, als uninteressant. Nein, wenn sie nicht gefreut oder sie es langweilig finden, dann lassen sie dich das wissen. Insofern macht das eigentlich das auch fast einfacher, weil du mehr unmittelbarer spürst, was es braucht. Hoffe ich mal, ja. Die beiden Künstler, Claudio und Jojo, durchreisen dabei viele Länder und Kulturen und zeigen, wie emotionsgeladen und ausdrucksstark Musik sein kann. Ansteckend dabei ist die universelle Kraft des Rhythmus. Es gibt über 2000 Percussion-Instrumente auf der ganzen Welt und wir sind so musikalische Weltenbummler sozusagen. Wir reisen durch die ganze Welt und sammeln alle diese Sounds ein und spielen diverse Instrumente in unserer Show, aber alles im Grunde Perkussion, ja, Percussion. Irgendeine Dose nehmen, Reis oder trockenen Reis, trockene Linsen rein oder Bohnen zukleben, macht ein super Rasselinstrument. Super sind Marmeladegläser, auch zum so mit den Fingern, klingt total schön, leere Marmeladegläser, zuerst aufessen, zuerst nham, nham, nham. Ich habe ein Erdbeermarmeladeglas innerhalb von 2 Tagen fast geleert. Genau, damit ich dann drauf spielen kann, natürlich, ja, klar. Es war ein Mitmachkonzert für die ganze Familie, das mit viel Witz und Humor durchmischt ein unterhaltsames, aber auch lehrreiches und aufregendes Erlebnis geboten hat. Jetzt geht's auf in die weite Welt, beziehungsweise vom Mostviertel über die Seidenstraße nach Asien. Und das alles im Namen des Projektes Europe Goes Silk Road. Was hinter diesem Projekt steckt, das seht ihr jetzt im Interview mit Florian Krendel. Kilometer, 22 Länder, 20 Experten, 4 Initiatoren, 2 Kontinente und eine Geschichte. So lautet das Motto von Europe Goes Silk Road. Doch was steckt eigentlich hinter diesem Projekt? Wie der Name schon sagt, um Europa und um die Seidenstraße. Um die alte Seidenstraße, die historisch gesehen immer die Verbindung zwischen Europa und Asien war und auch dieser Handelsweg zwischen Europa und Asien. Und um die neue Seidenstraße, wo sich vor allem im Bereich Infrastruktur gerade extrem viel tut, wo es sehr viele Initiativen gibt, vor allem von chinesischer Seite, wie die Belt and Road Initiative. Und wo wir sagen, ein Thema, das extrem die Zukunft beeinflussen wird und ein Thema, eben, wo China gerade das Narrativ bestimmt und wo wir jetzt einmal sagen, wir brauchen ein europäisches Narrativ zur der neuen Seidenstraße und wir und unser Projekt wollen sozusagen der erste Anstoß für so ein europäisches Narrativ sein. Was in diesem Fall so viel bedeutet wie Storytelling über Kultur, Werte, Umwelt, Wirtschaft und alle anderen Aspekte rund um die Seidenstraße. Gestartet hat das Ganze jetzt am 10. Juni, wie gesagt, im Melk um 5 Uhr früh bei Sonnenaufgang. Da haben wir uns also vom Storytelling schon ein bisschen mit dieser Reise Richtung Osten beschäftigt, dass man sagt, okay, wir fahren um 5 Uhr morgens, wenn die Sonne aufgeht und fahren dann Richtung Sonnenaufgang, nämlich Richtung Osten. Enden wir die ganze Reise in Shanghai in rund 8 Monaten. Grundsätzlich ist das Projekt vor 4 Jahren entstanden, wie der Sebastian mit der Transsibirischen Eisenbahn bis nach Nordkorea gereist ist und ihm die Idee gekommen ist, es gibt ja auch einen südlichen Weg
durch Eurasien, nämlich die Seidenstraße. Und da war ihm bewusst, da passiert jetzt ganz viel, da wird viel investiert, da tut sich viel. Und warum schaut man sich das nicht einmal während so einer Expedition sozusagen on-site vor Ort an, was sich da tut? Genau, und jetzt haben wir sich das letzte Jahr intensiv mit dem Ganzen beschäftigt, vorbereitet, Kontakte in diese Regionen geknüpft und auch zu Hause. Wir haben uns von Anfang an sozusagen die Aufgabe gegeben, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen nicht nur unsere Ergebnisse, die wir da on-site, also sozusagen jeden Tag gewinnen, nur mit Wirtschaft und Wissenschaft teilen, sondern es ist viel wichtiger, dass man die Gesellschaft, das ist auch mein Part in dem ganzen Projekt, die Gesellschaft, die europäische, auch die österreichische oder auch die mostviertlerische, was auch immer, dass man die mit dem Thema irgendwie ein bisschen beschäftigt und dieser Gesellschaft auch Eindrücke zu dem Ganzen zukommen lässt. Und wenn es um die Zukunft geht, und die Seidenstraße ist zu einem großen Teil nun mal unsere Zukunft und wird sie beeinflussen, wie auch immer. Wenn es um die Zukunft geht, dann geht es auch immer um die jungen Menschen. Und junge Menschen konsumieren aber ganz anders, nämlich konsumieren Content ganz anders. Jetzt haben wir uns gesagt, wie können wir das, was wir da erleben, mit in den jungen Menschen teilen? Und es geht nun mal nicht über klassische Medien wie Print und Fernsehen, das wird schon eher eng heutzutage, sondern über soziale Medien. Deswegen schaut es vorbei auf unserer Instagram-Seite, auf Facebook, da könnt ihr jeden Tag live verfolgen, was wir machen, wo das Expeditionsteam ist, ob sie jetzt in Kasachstan sind oder nach Afghanistan begeben wir uns, nach Pakistan, könnt ihr euch einmal anschauen und Eindrücke sammeln, wie schaut es dort aus, weil die meisten Menschen haben überhaupt keinen Plan, wie schaut es dort aus, was, und wir vermitteln euch diese Eindrücke sozusagen von on-site live. Jedoch sind dem Team von Europe Goes Silk Road soziale Medien wie Instagram, Facebook und Co. nicht genug. Und deshalb haben sie sich eine ganz besondere App für euch einfallen lassen. Soziale Medien alleine reichen nicht. Das macht eh jeder irgendwie. Wir wollen was ganz Neues machen. Und weil es bei uns eben um eine Expedition geht, haben wir gesagt, wir wollen sowas wie Live-Expedition, Dokumentation im Live-Format. Weil das gibt es nicht. Es gibt Channels wie Netflix und Amazon Prime, die haben sie alle verändert, sozusagen. Aber das Genre einer Dokumentation an sich hat sich gar nicht verändert. Die dauert nur immer 50 Minuten oder eine halbe Stunde. Das schauen sich die jungen Leute nicht an. Aber die jungen Leute interessiert sehr wohl. Sowas wie Expedition, Abenteuer, Reisen, das, für das haben sie sehr wohl eine Faszination. Und wir müssen das ihnen nur neu übermitteln. Und deswegen haben wir eine neue App. Eine BWA sozusagen, die ist über die Website live.europegosilkroad.eu erreichen könnt. Und da seht ihr dann Live-Entertainment sozusagen und Live-Infos von on-site während der ganzen 8 Monate. Livestreams, Live-Content, Fotos von vor Ort, Drohnenaufnahmen, Videos, also alles, was das Herz begehrt, 360-Grad-Aufnahmen. Und dort könnt ihr sozusagen konsumieren. Und, was aber noch viel wichtiger ist, junge Menschen reicht es nicht nur zu konsumieren, etwas sich anzusehen, sondern die wollen immer interaktiv mit Content sein, so wie es auf Instagram zum Beispiel ist. Und das machen wir auch mit dem Mitgestaltungsfeature zum Beispiel oder auch einem integrierten Quiz. Ihr könnt euch direkt mit dem, was ihr da lernt, in die Live-Videos auseinandersetzen und matchen mit Freunden. Wer erreicht mehr Punkte beim Quiz? Ist auch angedacht, dass es am Schluss vielleicht einen Preis gibt. Das sehen wir dann in 8 Monaten, wenn es alle mitspielt. Und das Mitgestaltungsfeature, ihr könnt mitentscheiden, was sollen sich die Jungs auf der Reise anschauen, was interessiert euch. Wenn euch irgendwas interessiert, bleibt dran und könnt dann sozusagen im Mitgestaltungsfeature mitentscheiden und Teil des Expeditionsteams werden. Ohne dass ihr vor Ort seid, einfach zu Hause vor dem Bildschirm, vor dem iPad und vor dem Handy. Na dann? Holt euch jetzt schnell die App und macht euch auf die Reise von Europa nach Asien. Zum Abschluss darf dann auch ordentlich gefeiert werden. Die perfekte Location dazu liefert das Jugendzentrum Atoll, das zu seinem 20-jährigen Jubiläum allerhand vorbereitet hat. Das Jugendzentrum Atoll gibt es jetzt schon seit 20 Jahren. Was 1999 mit Containern begonnen hat, ist heute ein modernes Gebäude, das allen Anforderungen einer zielgerechten Jugendarbeit entspricht.
Nein, ich glaube, wir können mit Sicherheit 2 Jahrzehnte erfolgreicher Jugendarbeit in Amstetten feiern. Und mit dem neuen Jugendzentrum, das ja vor wenigen Jahren eröffnet wurde, ist wieder ein weiterer Meilenstein gesetzt worden in Richtung, dass junge Menschen erstens einmal Ansprechpartner finden, zum anderen aber sinnvolle Freizeitgestaltungen vorfinden, dass sie mit Anliegen und Problemen auch hier eine zentrale Anlaufstelle haben. Und man sieht es an den Besucherzahlen, dass es tatsächlich wichtig und richtig war, diesen Schritt auch zu setzen. Und wir werden natürlich auch in der Zukunft alles daran setzen, dass die mobile Jugendarbeit gemeinsam mit dem Jugendzentrum diese hervorragende Arbeit weiter leisten kann. Ich sage, in erster Linie ist mein Zugang zu Jugendzentren immer der, dass es ein Raum sein soll, wo man einfach hingeht, wo man einfach sein kann, wo nichts erwartet wird, wo man nichts machen muss, sondern man kann etwas machen und es gibt Angebote und das ist wirklich das Erfolgsrezept des Jugendzentrums in Amstetten, weil es genau so ein Ort ist. Jugendliche finden Platz, Jugendliche finden Raum, finden genug Raum, auch sich zu betätigen auf der einen Seite, aber auch einfach um da zu sein. Und ich glaube, das macht es aus in unserer Gesellschaft, wo man immer irgendetwas darstellen muss, wo man immer irgendetwas erwartet, dann sind solche Orte, solche Plätze genau der Raum, wo sie einfach auch Freiraum finden und sich wahrscheinlich deswegen manchmal ganz, ganz gut entfalten können. Und das ist, glaube ich, das Erfolgsrezept des Jugendzentrums in Amstetten. Und dass das Haus dann so schön ist, das ist das ganz Besondere in Amstetten. Ich denke, der Stadtgemeinde Amstetten, der liegt das Wohl der Jugendlichen in Amstetten am Herzen. Und es gibt wirklich sehr viele Einrichtungen, die das Ganze auch untermalen und auch zeigen. Eins davon ist eben das super tolle neue Jugendzentrum, das wir in Amstetten haben und wo man eben insgesamt in Summe heute 20 Jahre Bestehen vom Jugendzentrum feiern dürfen. Wenn das Jugendzentrum Atoll feiert, dann kein bisschen leise. Dafür hat das Programm an diesem Tag gesorgt. Wie etwa der aufstrebende Reggae-Dancehall-Artist Bandulu, der live on stage gemeinsam mit DJ Stone performt hat. See the choice of people, choice gets questioned everything. Better get furious, eh? If they don't get anything, gets questioned everything. They're real curious. Stimmlich aufmerksam gemacht hat sich auch der 20-jährige charismatische Ausnahmekünstler aus dem Mostviertel. Genauer aus Neuhofen an der Ips, nämlich Alexander Eder. Come on everybody, clap your hands. Ah, you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Come on, let's twist again. Like we did last year. Neben Henna-Tattoos und Bodypainting hat auch die Vernissage der jungen Amstettener Künstlerin Daniela Warisch zum kreativen Austausch beigetragen. Den sportlichen Aspekt lieferte die Stage Time Company, der erste Hip-Hop-Tanzverein Amstettens, der vor kurzem bei der offenen Meisterschaft in China Gold erobert hat. Wir sind eine Gruppe, beginnen von 6 Jahren bis ca. 30 Jahre im Moment, also 30 ist der ältere. Und wir sind relativ offen wieder für Neuche. Wir haben am 2. Juli haben wir wieder ein Casting, das werden wir dann ausschreiben in Instagram und Facebook. Also wenn da irgendwer interessiert ist, auf jeden Fall einfach einmal vorbeischauen. Wir updaten da das die ganze Zeit. Und wir haben natürlich auch einen YouTube-Kanal, da kommen laufend wieder Videos auf. Wir bestehen zwar großteils aus weiblichen Mitgliedern, aber wir freuen uns immer wieder, wenn ein paar Burschen dabei sind. Beim letzten Casting sind auch wieder ein paar Burschen eingestiegen. Dabei sind es leider nur in der Unterzahl, aber wir freuen uns immer wieder, wenn neue dazukommen. Der Tag der offenen Tür hat tagsüber vor allem einen Einblick in das moderne Gebäude ermöglicht. Der Neubau ist wirklich sehr gelungen. Das, was mich ganz besonders freut, ist, dass das Jugendzentrum auch mit dem Skatepark zusammengewachsen ist. Das hat sich alles ein bisschen geöffnet und ich finde, da können Jugendliche wirklich zusammenkommen, können gemeinsam Freizeit verbringen. Alle unterschiedlichen Altersgruppen und alle unterschiedlichen Interessen kommen hier zusammen und es ist wirklich sehr gut gelungen. Wir haben wirklich eine Riesenfreude mit diesem Neubau. Das Gebäude, das wir hier in Amstetten für die Jugendlichen gebaut haben, zeigt, dass das einen ganz, ganz hohen Stellenwert in Amstetten hat, für Jugendliche einen guten Raum zu schaffen. Begonnen hat es ja eigentlich in Containern und dann hat man wirklich gesehen, es ist ein guter Treffpunkt für viele junge Menschen in Amstetten und hat ein, möchte ich sagen, wirklich tolles Gebäude hergebaut und das zeigt schon den Stellenwert auf.
Der Tag der offenen Tür hat aber auch einen Blick in die Jugendarbeit gewährt. Das Team von Westrand leistet wertvolle Streetwork-Arbeit und ist meist in der Lebenswelt der Jugendlichen anzutreffen. Diese wird durch zahlreiche Organisationen, wie etwa durch die Westrand mobile Jugendarbeit, ergänzt. Die Thematik ist sehr weitreichend, ist eigentlich alles, was Jugendliche von 12 bis 23 oder junge Erwachsene dann beschäftigt. Probleme mit Geschwister, Eltern, Liebeskummer in der Schule, wenn es irgendwelche Berührungspunkte mit Kriminalität, Polizei oder irgendwie sowas gibt. Wir machen Gerichtsbegleitungen und ja, sonst auch eine große Geschichte ist die Projektarbeit. Wir versuchen, dass wir ein Projekt pro Monat umsetzen und ja, also wie gesagt, das kann man eigentlich gar nicht eingrenzen, weil alles, was junge Leute in dem Alter beschäftigt, mit dem haben wir zu tun. Auch das FAP-Jugendcoaching stand an diesem Tag für Fragen zur Verfügung. Na, grundsätzliche Fragen, die Jugendliche haben, die jetzt keine Arbeit haben oder die jetzt was suchen. So Berufsorientierung heißt also, ja, welcher Beruf soll es überhaupt werden im Leben? Ja, was sind die, auch was verdient man in manchen Berufen, natürlich, ist eine wichtige Frage. Und auch die Lehrzeit, Arbeitszeiten und solche Sachen. Das sind Fragen, wenn es um Berufsorientierung geht. Es gibt aber auch noch ganz andere Fragen und ganz andere Themen, die da oft im Coaching aufploppen dann. Die Feierlaune im Atoll scheint aber ungebrochen zu sein. Also nächste Veranstaltung ist der Skate Contest. Der findet Ende August statt. Und der ist immer ein großer Renner, da kommen ja Leute aus Tirol und es ist immer teilweise wirklich ein Publikum auch außerhalb von Österreich und ein Teilnehmerfeld mit Leuten von außerhalb von Österreich und das ist eine sehr großartige Veranstaltung. Und das nächste, dann haben wir letztes Mal zum ersten Mal gemacht, letztes Jahr, das Nerdfest. Nerdrockfest und das war ein Riesenhit, also da geht es einfach um Gaming und Musik und wird heuer hoffentlich auch wieder stattfinden. In Planung ist es, da sind wir gerade dabei, mit der Planung zu starten. Es zahlt sich aber auch aus, ins Jugendzentrum Atoll zu kommen. Als öffentliche sozialpädagogische Freizeiteinrichtung ist es Beratungsstelle, Treffpunkt und Rückzugsort für Jugendliche zwischen 12 und 21 Jahren. Im offenen Betrieb ist es ein Ort der Begegnung, der Raum und Platz für die verschiedensten Anliegen und Bedürfnisse der Jugendlichen bietet. Das war's auch schon wieder für diese Woche von Echt Spruchreif, dem Jugendmagazin hier auf M4TV. Wir sehen uns auch schon ganz bald wieder und bis dahin, tschüss und bis bald.